das jetzt so mustert. Ah, da komme ich nicht dran. Dann musst du hier mal verschwinden, bitte. Weg da, weg da. Es laggt. Okay, ich werde gleich mal eben die Aufnahme kurz unterbrechen. Vielleicht auch einfach nicht. Doch, nachher irgendwann werde ich mal kurz Break machen. Wie viel Sand habe ich denn noch? Ich hoffe wirklich, dass der Sand bis zum Ende des Weges reicht. Ansonsten habe ich das auch nicht so weit, um neuen Sand zu holen. So, und hier, und dann geht's da, müsste schon das Loch sein. Wie viel Sand habe ich noch? Das ist zu wenig. Mist. Ausgesprochener Mist. Ausgesprochener Mist. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal wieder nur die Umgebung ein bisschen anpassen und vielleicht den einen oder anderen Baum hauen. Nee, der Baum bleibt da. Oder auch nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock, durch so eine Liane durchzuwetzeln. Also muss der Baum mal eben weg hier. In der Hoffnung, dass... Ah, lalalala. Ah, Mann, Mann, Mann. So. Konzentrierte Bewegungen beim Abholzen von Bäumen. Ach ja. Und Holz, jetzt sollte ich mir eben gucken, was kann ich denn dafür wegwerfen. Ein bisschen Erde kann wohl weg. Nicht, dass ich nachher kein Holz mehr aufnehmen kann. Das wäre ja zu höchst fatal wäre das. Und so. Das wäre nicht gut. So, aber so sollte es gehen. Ich sollte auf jeden Fall klarkommen. Viel wichtiger ist gleich erstmal, ob ich genug Werkzeug habe. Aber die Axt ist ja noch ganz gut. Das ist auch eine Eisenaxt. Also von daher wird die wohl für den kompletten Baumbereich reichen. So hoffe ich zumindest. Wo geht's denn jetzt weiter? Da. Zack, und der muss weg. Und der und der. Und dann geht's da weiter. Ja, ich hatte mir dann auch gedacht, ich mache einen schicken Eingang für die Höhle. Also ein bisschen anders als der direkt beim Haus, weil der ist ja mehr so, da ist halt so ein Loch irgendwie. Und da geht's halt in die Höhle und hier dachte ich, mache ich richtig schön mit Treppsche und so. Und ich werde jetzt vielleicht einfach mal die Nacht durcharbeiten, was doof ist, weil man da nichts sieht. Also ab nach Hause, habe ich irgendwo noch eine Ranke. Irgendwo habe ich doch bestimmt sowas wie Ranken. Zack, 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 zack. Und ich finde auch den Weg. Da geht's lang. Sprinten. Den muss ich irgendwann nochmal ausleuchten hier. Sprinten. Irgendwie muss ich den noch ein bisschen... Weiß ich nicht. Vielleicht lege ich doch irgendwo noch ein bisschen Gravel mal rein. Oder so. Mal schauen. Kann man eigentlich aus Cleanstone auch diese halben Steine bauen? Das wäre nochmal eine Sache, die ich mal eben kurz... Wieso seid ihr eigentlich so... Ich wollte gerade fragen, wieso seid ihr so ruhig? Kein Creeper da? Nein. Werkbank, 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 Werkbank. Das ist eine Druckplatte? Ach ja, die habe ich ja. Ah, Mist. Stimmt, geht ja, aber das sind die mit den Behauenen, also mit den... Ah, Mist, Mist, Mist. So. Erstmal den ganzen Schmarren aus... Ah, das war kein Holz. Die Stufen behalte ich mal, da kann ich einen von machen. Das kann erstmal weg. Da haben wir Futter. Futter habe ich doch gar nicht. Ich wollte eigentlich die Mob-Kiste aufmachen und die Pflanzenkiste. Och, ich habe sogar schon Blümelein jetzt mir geholt. Ein paar Bäume kann ich nachher noch pflanzen. Das ist gut. Blumen
wird noch ein bisschen eng. Sand wollte ich mir gleich noch holen. Das nehme ich weiterhin mit. Die Steinstufen können ja im Prinzip schon weg. Und dann kann es jetzt weitergehen. Ich muss mal eben Sand einkaufen. Schatz, ich bin mal eben Sand kaufen. Bin gleich wieder da. Ja. Hier geht's lang. Und hier, und hier. Oh, hallo Skelett. Und jetzt gehen wir nicht über die Brücke, sondern direkt in die Wüste. Da lang. Ich habe ja wirklich viele, viele unterschiedliche Biome in relativ dichter Nähe. Ich glaube, ich habe auch schon Schneebiom, ich habe Wald, ich habe also diese Sumpf, Wüste. Hey, halla. Was will man mehr? Was ich noch nicht entdeckt habe, was mich persönlich ein bisschen ärgert, ist, dass ich noch kein Villager-Dorf entdeckt habe. Weil ich doch gerne mal jetzt auch hier die Villager-Texturen mal in-game wirklich erleben möchte. Ich habe die bisher nur in so einer ultraflachen, Creative-Welt gesehen. Und ja, okay, aber ich habe sie noch nicht... hier im Survival-Modus gesehen. Ich habe tatsächlich bin ich schon tagelang, Minecraft-tagelang umhergerannt und habe Dörfer gesucht, Villages mit Village People, aber nicht gefunden. Ich war auch schon mal kurz davor im Forum nach einem entsprechenden World Save zu fragen. Hätte ich bestimmt von irgendwem, wäre bestimmt so nett gewesen, hätte mir das Ding zur Verfügung gestellt. Aber dann bin ich auf die Idee gekommen, hallo zum Angucken und neu texturieren reicht ja eigentlich auch der Creative Mode und dann eben super flache Welt und dann ist das ja nicht so schwer zu finden, ne? Ja, ja, hier steht sowieso noch eine Fackel. Ja, da hinten, da ist hier die Steppe. Hier ist irgendwo eine Spider und eine Höhle. Na, wo die wohl ist hier, hä? Da ist mein Zuhause. Da ist mein Zuhause. Und auf meine To-Do-Liste muss ich mal setzen, nicht die fürs Let's Play, sondern die fürs Texture-Pack. Dass ich die im Rustic-Mode auch nochmal ein bisschen anders mache. Die passen ja farblich gerade so irgendwie so gar nicht da rein. Ja... Das Rustic Pack ist sowieso im Moment noch ein bisschen vernachlässigt. Kommt aber dann demnächst nochmal eine große Rustic Offensive auf mich zu. Und wenn ich mal Lust dazu habe, ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird, dann gibt es da bestimmt noch die eine oder andere Änderung. So, den Kram hier machen wir auch nochmal weg. Und bis da. Da waren. Ach, da hinten waren auch irgendwo Kühe, ne? Ja, aber die gehen ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das muss ich ja mal so sagen. Das geht ja überhaupt nicht. Ich hoffe, das merkt keiner. Wenn es keiner merkt, ist das okay. Dann kann ich damit leben, wenn ich nicht selber jetzt mit dem und die Kakteen. Ne, die hatte ich, glaube ich. Die waren, glaube ich, auch. Ja, die sind ja okay. Die Kakteen sind okay. Blätter und so weiter auch. Aber hier Zuckerrohr oder wie auch immer. Das geht gar nicht. Und das Wasser lasse ich, glaube ich, so blau. Dann ist der Gegensatz etwas größer. So. Das soll erstmal reichen. Juhu! Autsch! Slalom. Und null Fehler. Wow. Im Takt eingetaucht ins Wasser. Wie cool war das denn? Ich hatte noch eine Axt. Hatte ich eigentlich noch eine zweite Axt, falls die doch nicht mehr reicht? Nein. Okay, dann drück mir mal die Daumen.
dass hier die Axt... Ach, Mann. Axt reicht. Ja, vielleicht sollte ich den ganzen Weg auch etwas so schmaler machen, nur bei den Treppen und dann hier wieder etwas schmaler, bei den Treppen hier wieder etwas und so weiter. Ich glaube, das könnte noch irgendwie etwas... Ah, ich kann den auch so lassen, durchaus. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ist aber jetzt nicht wirklich überlebensnotwendig. So, hier wieder hoch, 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 hoch. Ah, stopp! Nee, mit den halben Herzen lebe ich da jetzt erstmal. So ganz weit nach oben kann es ja nicht mehr gehen. Ich müsste doch jetzt hier so langsam. Die anderen Bäume sind alle schon fast zu Ende. Du gehörst auch noch zu diesem Baum hier, ne? Ja, dann weg mit dir. Mehr sind da wohl nicht, okay. Oh, boah, war ich schon hoch. Zack, du auch bitte weg. Und jetzt verdaddel ich hier meine Axt am Laub. Ich fass es ja gar nicht. Ich fass es ja gar nicht. So, wenn dieser Weg hier fertig ist und der Eingang zur Höhle, der kommt später, falls er denn überhaupt noch kommt, wenn dieser Weg hier fertig ist, das heißt links und rechts noch ein paar Fackeln und viel mehr ist es dann auch nicht, ein paar Schönheitskorrekturen am Wegverlauf, also noch den einen oder anderen Sandblock durch den Erdeblock austauschen, dann werde ich auch wieder mal in die Höhle hineinmarschieren. Und das wird da bestimmt auch noch wieder so 1, 2, 3 Folgen dauern. Und dann werde ich einfach mal versuchen, etwas... so etwas Dingens hier... So, hier mache ich jetzt erstmal einfach so eine Art Platz. Etwas Dingenskirchen, wie heißt denn das? Redstone mir an Land zu ziehen. Weil Redstone braucht man ja schließlich auch immer und überall. Das war jetzt irgendwie doof. Naja. So, der da. Der da, der da. Kann dieser Kram hier noch weg? Ah, naja. So. Und so. Erde. Habe ich noch? Okay. So, so. Und noch ein bisschen Sand verteilen. So, hier ist jetzt hier mein viel. Hier ist, habe ich so viel schon. Ach so. Ja, irgendwie muss der Höhleneingang aber echt noch ein bisschen... Ja, ach, den machen wir mal eben. Ne, wenn ich jetzt pfeife, dann klingt das im Mikro wahrscheinlich total bescheuert. Hier muss es doch auch irgendwie runtergehen. Ich bin doch hier raufgekommen. Oder war das noch gar nicht der Höhleneingang? Ich bin doch hier rauf, bin ich... Hä? Ist da noch mehr Fackel irgendwo in Sicht? Oh. Das war... Oh, hallo, Creeper. Ja, hallo da unten. Oh, das tut mir aber leid. Ach man, nicht ganz erwischt. Das war das noch gar nicht. Oh, holla. Oh, oh. Das geht ja noch ein ganzes Stück hier weiter. Und ich dachte eigentlich, wäre fertig. Und da sind auch noch ein paar Bäumchen im Weg. Okay, dann geht's wohl hier lang. Okay. Ob das jetzt so notwendig ist, dass ich wirklich bis hier... Da muss ich ja noch ein ganzes... Holla. Ganzen Meter weiter buddeln, wa? Das hatte ich mir ja jetzt eigentlich... Eigentlich sah meine Planung ja jetzt nicht so aus, dass ich hier jetzt auch noch weiter
Eigentlich dachte ich, will ich hier mal runter. Entschuldigung, ich habe jetzt doch geflötet. Na, die waren doch gerade wie dafür gemacht. Hallo Creeper. Ich bin schneller als du, hoffe ich. Ich bin jetzt vielleicht doch etwas lange draußen gewesen. Gerade habe ich jetzt wirklich, vorhin habe ich eine 5 Minuten unkommentiert gelassen, ne? Den ganzen Heimweg. Oh Mann. Wie doof. Ja, ja, es ist soweit. Ich vergesse schon wieder das Reden. Ich bin viel zu sehr im Spiel drin. Jetzt muss ich erstmal mein Glas wieder auffüllen. So, Flasche leer, Glas voll. Okay, wo geht's denn dann jetzt weiter? Ich würde sagen, ich schaue mir die Höhle von innen mal an. Brauche dafür mit Sicherheit kein Ei. Keine Palanzen. Ich glaube, ich brauche auch kein Kabel. Ich brauche keine Erde, keine Sand und kein Kies. Alles aus Holz nehme ich aber mal. Oh, ich habe aber viel aus Holz. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Ding mit. Den Cleanstone packe ich mal hier rein. Und dann packe ich mal eben in alles aus Holz. Reichen mir 4 Schnitzel? Nö, ne? Und ein Pfeil. Ja, super. Super. 4 Schnitzel. Oh, hohohoho. Dann nehme ich aber den Bogen sehr wohl mit. Das macht meine Rüstung. Die ist ja fast noch intakt. Und ich nehme jetzt nur Eisenwerkzeuge. Und zwar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann noch 2 Schwerter. Und 2 Schaufeln. Und 1, 2, 3. Eine Axt. Habe ich genug Stickies? Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tuck, tuck, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann wollte ich 2 Schaufelchen, dann wollte ich noch ein weiteres Schwert. Na bitte. Und eine kleine Axt. Na bitte, haut doch hin. Bin ich jetzt ausgerüstet für die Höhle? Nein, ich habe noch nicht genug Futter. Augenblick mal bitte. So, zurück zum Spiel. Ich habe noch nicht genug Futter. Die nehme ich jetzt alle mit. Und dann kann es jetzt aufgehen in eine Höhle. Ist da unten noch irgendwas? Nein. Ah, jetzt beginnt wieder die Phase, wo ich Angst bekomme. Okay. Der Creeper ist da unten ja immer noch. Aber da ist auch ein Ocelot, das verjagt den bestimmt. Hauptsache von hier kommt jetzt keiner. Hallo Ozzy, komm bitte mit. Hallo Ozzy, welche Höhle nehme ich? Ich nehme die, die ich vorhin gesehen hatte. Ach, weißt du was, Creeper? Hier bin ich. Ich mach dich mal eben alle. Komm doch. Ich muss doch jetzt wohl nicht hinter dir her, oder? Oh Mann, das hält auf. Du hältst mich voll auf. Habe ich alle Experience Points? Level 16, na immerhin. Ach, hier wollte ich auch noch gegen Stein tauschen. Aber egal. So, ich nehme mir jetzt vor, in die Höhle zu gehen. Und zwar gehe ich diesen Weg entlang. Folgen Sie dem Ocelot. Nein. Nein, ich will dem Ocelot nicht folgen. Na gut, okay, dann geht's den Weg hier entlang. Na, wenn das kein Weg durch den Dschungel ist, ich würde sagen, das ist ein Weg durch den Dschungel. Jupp.
gefällt mir. So, jetzt muss ich hier irgendwie sehen, dass ich runterkomme, weil ich habe ja aufgehört, den Weg weiterzubauen bis tatsächlich zum Ende. Dort, wo ich eigentlich schon eine Treppe, glaube ich, sogar gebuddelt hatte.